Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euer iPhone ohne Jailbreak unter iOS 8 und ohne PC aufnehmen könnt. Ja, dazu benutzt ihr den Link in der Videobeschreibung und kommt damit auf eine Website, von der ihr euch eine App herunterladen müsst, namens Shoe. Ja, danach müsst ihr euch da einen Account erstellen. Ich habe das jetzt mit 10 Minuten Mail gemacht, weil ihr euch sowieso nicht mehr dort anmelden müsst. Und ja, danach könnt ihr auch direkt loslegen mit dem Aufnehmen. Dazu startet ihr einfach die App und klickt unten auf den Link Start Recording und schon könnt ihr loslegen. Wenn ihr allerdings Spiele aufnehmen wollt, müsst ihr noch das Assistive Touch aktivieren, was ich in meinem Testvideo auch gemacht habe. Ihr seht übrigens zwei Ansichten nebeneinander. Links seht ihr die normale Aufnahme mit einer Kamera von oben und rechts seht ihr die Aufnahme der App. Und ja, meine Meinung zu dieser App ist, sie ist eine tolle Möglichkeit, wenn ihr kurze Sachen aufnehmen wollt, euren Freunden irgendwas zeigen wollt, wie ihr bestimmte Einstellungen macht oder so. Für Leute, die Let's Plays aufnehmen wollen oder so, ist das Ganze allerdings nicht gebrauchbar, da die App ziemlich ruckelt in Spielen. Aber ansonsten die beste Möglichkeit, die ich bisher gesehen habe, ohne Jailbreak. Von daher, probiert das Ganze einfach aus. Ihr braucht kaum Speicher dafür. Ihr habt auch noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten, aber da könnt ihr euch, glaube ich, selber durchfressen, weil das ist eigentlich gar nichts Kompliziertes. Und ja, das war's dann auch schon von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir noch eine Bewertung. Und falls ihr noch irgendwelche Sachen, Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Ich werde sie auf jeden Fall beantworten. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann klickt doch auf Abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Am Mittwoch um 16:30 Uhr. Bis dann. Haut rein. Ciao.